So, in diesem kurzen Video soll es um Netzwerkvereinfachungen und an dieser Stelle zwar sehr einfache Sätze dazu gehen, die ich auch so ab und zu Nebelbomben nenne. Ganz einfach deswegen, weil man mit diesen Tricks große Netzwerke aufbauen kann, beispielsweise in Klausuren, die dann, wenn man es verstanden hat, sich sehr, sehr, sehr leicht vereinfachen lassen. Ich fange mal an hier mit einer Spannungsquelle. Und das ist jetzt erstmal das Generelle. Etwas später kommt dann noch eine konkrete Anwendung. Wenn wir eine ideale Spannungsquelle haben, hier beispielsweise U, und dann schließen wir hier irgendein Netzwerk an. So, dann zwei Tor, NW1, zack. Und an dieser Seite auch, zack, NW2. Ja, wichtig ist, dass die natürlich komplett parallel hier zu der Spannungsquelle liegen. Dann können wir das so rechnen, als hätten wir zwei separate Netzwerke, nämlich meinetwegen erstmal das NW2 hier angeschlossen an die Quelle U und das Netzwerk 1 hier ebenso angeschlossen an die Quelle. Selbstverständlich ist der Strom, der hier jetzt fließt, hier haben wir ja I1 und hier hätten wir die Stromstärke I2, hier zusammenzufassen in I gesamt mit Hilfe dieses Knotens, wenn einen wirklich interessiert, was aus der Quelle herauskommt. So, ein ähnliches Ding gibt es natürlich für die Stromquellen. Das, was bei Spannungsquellen parallel ist, ist in Stromquellen natürlich in Serie. Hier haben wir IQ. Und jetzt haben wir hier das Netzwerk. Wir müssen aber aufpassen, dass das jetzt keine parallele Verbindung hat zur Stromquelle. Dann funktioniert es nämlich nicht. So, und das, was da rausgeht, wird hinten wieder zurückgeführt in ein Netzwerk 2. Irgendwelche Widerstände und so. Wie gesagt, wichtig ist, dass die hier in Reihe liegen, dann fließt an jeder Stelle hier ein Strom mit der Stärke IQ, selbstverständlich. Masseverbindungen sind hier nicht zulässig und das können wir natürlich uns anschauen als hier eine Stromquelle IQ. So. Muss ich nur aufpassen, dass ich das Netzwerk nicht umdrehe, deswegen mache ich es, schreibe ich es etwas anders. So. NW1. Zack. Plus. So, hier mache ich es dann auf diese Seite, dass man genau sieht, wie die Stromrichtungen ursprünglich waren. Zack, zack. IQ. So, und sollte einen, und das ist hier wieder der Punkt, sollte einen interessieren, welche Spannung hier abfällt, dann hätten wir hier natürlich U1 und hier hätten wir U2 und selbstverständlich muss diese Quelle jetzt die Spannung U1 plus U2 liefern. Aber grundsätzlich kann man das komplett separat berechnen. So, was heißt das ganz konkret? Hier, das heißt zum Beispiel, wenn man eine Stromquelle und eine Spannungsquelle und Widerstand hat, Entschuldigung, Spannungsquelle plus Widerstand, also diese Konstruktion U und der Widerstand ist parallel dazu. So, R. Und hier hinter kommt ein Netzwerk. Und es interessiert mich nur, was mit dem Netzwerk passiert. Das ist hier an dieser Stelle wichtig, deswegen schreibe ich das in Rot. Es interessiert nur, was in NW passiert. Dann kann man das Ganze natürlich vereinfachen und auch wirklich nur das Netzwerk betrachten. Wir schmeißen also den Widerstand raus. Zack.
Nee, können wir nochmal schließen hier. Zack. Und wir haben hier U. So, sollte uns noch interessieren, was in dem Widerstand R passiert, dann müssen wir den nochmal separat berechnen. Müsste also sich nochmal hier das eine ganz einfache Netzwerk mit dazu packen, mit U und R, aber im Sinne der roten Einschränkung hier natürlich nur bedingt, muss also nicht zwingend berechnet werden, wenn es nur als Nebelwurm bedient. Denselben Spaß können wir uns gönnen für die Stromquelle und Widerstand. Quelle und Widerstand, also ein Widerstand R in Reihe, ups, zu groß, der, in Reihe zur Stromquelle und dann hier das Netzwerk dran. Auch da können wir den Widerstand im Sinne der roten Einschränkung hier, dasselbe wie da, rausdeuten und dann haben wir hier nur die Verhältnisse in dem Netzwerk zu berechnen, das direkt an der Stromquelle hängt. Und wenn wir wirklich mögen, ja, was müssen wir dann noch rechnen? Dann müssten wir tatsächlich noch rechnen, was hier separat in dem Widerstand passiert, wenn uns diese Verhältnisse noch interessieren. Aber natürlich nur in dem Sinne, wenn wir das Rot, die rote Einschränkung hier noch wieder aufweichen wollen. Was passiert denn nun, und da wird es dann ganz abstrus, was passiert denn nur, wenn wir eine Stromquelle und eine Spannungsquelle haben? Stromquelle und Spannungsquelle. Zum Beispiel so. Spannungsquelle parallel zur Stromquelle. So, und hier hinter noch ein Netzwerk. Zack, die Spannungsquelle fehlt noch. U, I. Nun, die Stromquelle wird kurz geschlossen über die Spannungsquelle. Stromquelle wird über Spannungsquelle kurz geschlossen. Sieht man sofort, wenn man zum Beispiel sich den Überlagerungssatz anguckt und die Spannungsquelle ausschaltet, dann wird die Spannungsquelle nämlich ersetzt durch einen Kurzschluss und dann ist die Stromquelle kurz geschlossen. Und das, was wir nur noch berechnen müssen, ist die Spannungsquelle U direkt an dem Netzwerk. Und wenn wir das Ganze in Serie machen, das kann man natürlich auch tun. Wir haben hier die Stromquelle, hier die Spannungsquelle U und das Netzwerk wieder hier, in dem unsere Widerstände und so drin sind, hier IQ und hier U. Dann unterbricht die Stromquelle die Spannungsquelle. Auch das sieht man sofort. Ich schreibe es mal andersrum. Spannungsquelle wird von Stromquelle unterbrochen, sodass wir hier eigentlich, wenn wir das Netzwerk betrachten wollen, nur das Netzwerk an der Stromquelle berechnen müssen. In beiden Fällen aber, das ist die Einschränkung, muss hier noch plus, wenn wir uns für interessieren, was in der Spannungsquelle interessiert, Spannungsquelle plus Strom aus Stromquelle und hier Stromquelle plus Spannung der Spannungsquelle. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn beispielsweise nach der Leistung aus den Quellen gefragt wird.
Richtig, wenn Leistung. Leistung der Quellen gefragt ist. Ja, ich wünsche viel Spaß mit dem neu erworbenen Wissen.